So, da ist er wieder. Da unten ist noch was unaufgedeckt. Hab's gefunden. Und wo ungefähr? Kannst du mir das mitteilen? Kommt jetzt wahrscheinlich so ein kluger Spruch, würde ich aber auch machen. Ja, für wie viel? Zeig mir nochmal die Map. Rechts über dir, da wo der Pfeil ist, um reinzugehen. Rechts über mir, also hier, ja doch, das muss dann hier da sein. Also hier der Bereich ungefähr, gut. Jetzt muss ich kurz gucken. So lang. Da habe ich aber nichts gehört. Okay, danke. Da werde ich mal lunzen gehen. Ich warte dort auf dich. Okay. Weil er spielt. Imperator-Thron. Geil. Boah, das geile Lichtschwerter. Die will ich haben. Ja. Ich. Oh, wow. Das ist ja echt schwer. Das ist ein halbes Jump-Run hier. Ist er immer noch bei diesem Kristall? Hier drin ist nichts. Dann denke ich mal, das wird hier oben sein. Nicht so weit. Oh. So, da oben ist nix. Keine Sorge, ich bin nicht zu. Ja, das stimmt. Man konnte dich nicht übersehen. Welches Level hat er? Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht nachgucken. Ach du Heimatland, ey. Das ist wirklich ein reines Jump'n'Run hier. Ah, jetzt höre ich's. Natürlich Antrieb verbessern können. Ausdauerattribut ist verbessert worden. Cool. Hui. Ich danke dir. Und Darko ist Level 22. Ja, okay. Genau wie wir. Hätte ja sagen können, dass er Level 70 ist und halt zurückgekommen ist. Spieler inspizieren. Das ist ein schöner Charakter. 3000 dunkle Punkte. Boah. Aggressives Shooto des Technogramms. Das sind doch die Lichtschwerter. Erfordert Lichtschwert, ne? Farbkristall schwarz-rot gestreift. Hohoho. Ey, die Lichtschwerter musst du dir angucken, Darko. Die sind voll episch. Was ist episch? Die Lichtschwerter, die er hat. Muss man jetzt Stream schnell reinnutzen. Ja, mal. Warte. Das ist ein Vibro-Kling. Nee, das sind Lichtschwerter. Hab ich doch gerade vorgelesen. Ich sehe für mich wie eine rote Vibro-Klinge aus, die geil aussieht. Hier steht's in lila und Farbkristall schwarz-rot gestreift. Sieht geil aus. Auf jeden Fall. Der hat dann wahrscheinlich die selbe Klasse wie ich mit Wächter. Ja. Oder? Eben, okay. Genau. Geil. So. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Wo ist jetzt eigentlich diese... Mann, ey, ich kann nicht. Sonst muss ich mir später in deinem Stream nochmal... Ja, guck's dir am besten später mal an, weil das ist echt schwer zu erklären. Das ist halt ein richtiges Jump'n'Run. Ungefähr. Einfach nur, dass ich den Bereich schon mal kenne. Es ist im Revier der schwarzen Sonne. Und wenn du den Stream noch aufmachst, ich habe gerade die Map offen. Ja. Das ist hier unten. Ich bin immer zu schnell gerade. Bei der Kantina bei der schwarzen Sonne. Kannst du mal rechts auf die Coruscant Map klicken, dass ich weiß, wo du bist. Dann mit dem Ausschnitt hier gerade wieder. Revier der schwarzen Sonne steht doch da. Nein, ich meine auf der Coast Map da, richtig? Ja, hab ich doch. Das ist Revier der schwarzen Sonne. Ah, okay. Nee, das hatte eine Streamverzögerung nur bei mir. Und dann ist es da unten, wo ich gerade stehe. Auf der Map. Ah, okay. Naja, da bin ich noch gar nicht. Es ist ein richtig, ich sag mal, ekliges Jump'n'Run, also... Hey, komm, Jump'n'Runs mag ich immer lieber als du. Muss ich. Ja, du, aber ich nicht. So, ich will jetzt noch Level 20 erreichen, damit ich mich reiten kann. Hast du die... Nee. Außerdem kannst du hier auch jederzeit hin. Ich weiß, ich bin Questmittel auch noch nicht da gewesen. Es war ja auch keine Kritik. Es hat einfach nur gesagt, ich bin noch nicht da gewesen. Dann beweg deinen Arsch dahin. Im Kopf ist ein Z markiert. Ich muss erstmal im ganzen Tempel 4-5 Quests machen. Ja. Nee, Entschuldigung. Ich hatte abends dann nur eine einzige Quest. Eine einzige plus Hauptquest oder nur die Hauptquest? Nur eine Nebenquest. Hab Hauptquest noch gar nicht gemacht. Ja, für 3 Nebenquests abzukicken. Nö, die Hauptquest mache ich erst zum Schluss. Ich mache erst die ganzen Nebenaufgaben. Könnte besser sein, wenn man wenigstens einen Machtsprung hätte, den man einsetzen könnte, wäre es echt geil. Oder ein Standard-Doppelsprung. Der ist ja der Machtsprung. In Real Life kannst du auch nicht doppelt springen. Ja, aber unter Machtsprung verstehe ich diesen einen weiten Stoß und nicht springen, hopp, springen, hopp. Nee, selbst in anderen Star Wars Spielen ist der Machtsprung ein Doppelsprung einfach. Normalerweise sind Nebenquests so, dass sie immer im Gebiet sind, wo auch Hauptquests und so, dass du sie parallel machen kannst. Ja, ich mach das nach und nach. Ich will jetzt erstmal Level 20 erreichen, damit ich mir die Gleiterfähigkeit holen kann, weil ich führe die ganze Zeit zwei Gleiter mit mir rum, die ich noch nicht verwenden kann. Und auf Typhon, das Stufe 10er Gleitdings da, was man kaufen konnte, das konnte ich irgendwie nicht, weil ich da mit Level 12 oder so hin bin. Und dann gab es das nicht mehr. Da gab es das nur noch für Level 20. Was mir noch aufgefallen ist, was er gerade erwähnt hatte, ist auch richtig. Bestimmte Nebenquests, beispielsweise du bist an einem Ort, nimmst eine Quest an, machst dann die Hauptquest. Und danach, nach dieser Hauptquest, diesen Teil der Hauptquest, schaltet sich am selben Ort nochmal eine Nebenquest auf. Das habe ich ja gerade beantwortet. Deswegen mache ich erst noch die Nebenquest. Ja genau, ich mache immer die Nebenquest an einem Ort, dann mache ich die Hauptquest für den Ort und wenn ich den Ort wieder verlasse, sind meistens neue Nebenquests wieder da. So mache ich das. Weil wenn du am Schluss, bevor du den Planeten verlässt, die Hauptquest machst, vergiss ich persönlich immer nochmal nachzuschauen, ob neue Nebenquests da sind. Kerl, zurück. Ja, ich werde es auch nicht abonnieren, also... Das habe ich schon vorher nicht gemacht und das werde ich jetzt auch nicht machen. Weil wir haben ja noch auf Sith-Seiten einen Charakter, der irgendwas mit Level 40 ist. Waren das, glaube ich, 42. Und da werde ich irgendwann auch weiterspielen. Also jetzt bin ich mittlerweile wieder so drin, dass ich sogar dort weiterspielen könnte. Da lang. Boah, seit 2 Tagen wollte ich mich eigentlich hinstellen und kochen. Hast du immer nur Fertigessen dann gemacht? Ja, weil jetzt abends schon zu spät ist. Denkst du, ich stelle mich halt 22 Uhr in die Küche und koche was? Ja gut, verstehe. Das würde halt eine, ja, gut eine halbe Stunde dauern, weil ich mir... Ich habe halt hier Gemüse und Nudeln. Ich will mir selbstgemachte gebratene Nudeln machen, aber das dauert halt. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich mir nachher bloß hier so eine Brühnudeln, japanische Reinpfeffer und ein, 2 Schnittchen dazu. Ich habe länger keine Explosion mehr gehört. Das heißt wohl, ihr kostet die Kiste ein Schaf. Nudeln. Hm. Ich glaube, ich habe sie alle gefunden. Hoffen wir, dass die schwarze Sonne nicht noch mehr in die Finger kriegt. Dafür sorgen wir schon. Niemand wird mir sterben, nur weil er etwas zu essen sucht. Also, ich bin kein reicher Senator. Aber ich will euch etwas dafür geben, was ihr getan habt. Als Anerkennung. Besten Dank. Den Preis ist mir mein Seelenfrieden wert. Wir müssen alle tun, was wir können. Ihr habt sicher noch zu tun. Ich will euch nicht aufhalten. Passt gut auf euch auf. Das sind... Wie soll ich sagen? Du kennst doch diese... aus dem Discounter diese Fertignudeln, die in so einer kleinen Tüte sind. Machst du oft. Da hast du halt nochmal extra Tüte drin mit Pulver und Öl und sowas. Ja. Davon mache ich mir halt immer 2 Stück. Entweder mittags oder abends. Aber du, nach einer Stunde könnte ich schon wieder was futtern. Die rutschen einfach nur durch. Das ist wie mit Eintopf. Das ist wie mit Eintopf. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Möhreneintopf essen tust, wo du kaum Stückchen zum Essen drin hast, also zum Kauen, das rutscht durch. Du hast ein paar Minuten, Stunden später wieder so einen Kohldampf. Ja gut, verstehe ich. So, und die Schnittchen, die helfen dann halt ohne wirklich. Gestern zum Beispiel, das habe ich gestern Abend gegessen. Habe ich mir 3 überbackene Schnitten gemacht. Und zwar riesengroße Pennen, aber doch, ich war dann auch satt noch. Gab es dann als Nachtisch einen kleinen Joghurt. Ja. Heute Mittag habe ich mir halt bloß was Fertiges gemacht, weil keine Zeit mehr großartig schwarz kochen. Morgen will ich halt, morgen früh will ich endlich mal wieder streamen, weil ich brauche der Tenant-Folgen. Komme ich dann aber danach auch nicht wirklich zum Kochen. Ja. Weil ich, nachdem ich das gemacht habe, will ich mir halt den Stream hier runterladen, den von morgen früh. Die muss ich dann schneiden. Und ja. Dann haue ich mich meist noch die letzte Stunde aufs Sofa und gucke mir da 1, 2 Serien an. Das war's. Und danke für den Follow, Madness Copter. Ey. Diese Rennerei. Ja, ja. Mal ganz kurz. Zur Freundesliste hinzufügen. So. Gruppe möchte ich nicht machen. Nimm's mir nicht übel, aber ich und Darko, wir hatten auf Sith-Seiten schlechte Erfahrungen damit. Dass der eine, ja, dass du oder ich Questbelohnung bekommen hast, du hast dann nichts bekommen. Und ach so, ja. Dann war deine Quest aber trotzdem vorbei und das war ganz seltsam. Das war ganz seltsam, komischerweise. Was nehmen wir denn hier? Passiv Sturmhieb verursacht 25% mehr Schaden. Reduzierter Fokus. Ach, Okay, solche Formen habe ich bisher eher selten gemacht. Normalerweise klappt die Kuchen ganz gut. Also, es ist ja nicht so, dass ich nur heute und morgens streame. Es kann auch mal passieren, dass ich mal eine Woche nicht streame, wenn meine Kiddies da sind. Aber es wird hier bestimmt auch Quests geben, wo man dann mal in einer Gruppe reingehen kann, weil die Gegner vielleicht so schwer sind wie der Weltenboss zum Beispiel. Was ist Sturmhieb? Wo habe ich denn den? Das ist der hier, der macht jetzt so 184. Ah, den habe ich schon ausgewählt. Klingensperr lebt das Ziel 3 Sekunden an. Wenn du angegriffen wirst, verringert sich die aktive Zeit von Machtsprung. Ja komm, dann machen wir das. Übernehmen. So. Da lang. Ja klar, oder wenn man Flashbulls macht. Ja, oder sowas, genau. Mit den Flashpoints habe ich sowieso noch so ganz gut Blick. Darko ist auch schon Level 20. Ja, und ich renne seit gezielten 5 Minuten hier einfach rum. Ah, bei mir hat das Rennen gleich ein Ende. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der akzeptiert ist. Macht der, verspottet alle Feinde. Nee, das brauche ich nicht. Wir können jederzeit zusammen üben. Den und den aktivieren. So, jetzt muss ich mir den nur noch runterziehen. Fähigkeiten, Fahrzeuge, genau. Koreanische Viscount oder koreanische Sheriff? Ich nehme das Viscount. Hehe! Brumm, brumm! Kürze fürs Fähigkeiten SP. Ja, ich kann mir das nicht alles merken. Aber weil du gerade sagst Kürzel, ich kann den hier mal wieder losschicken. So. Quest hatte ich jetzt schon erledigt, genau. Die nächste ist dann wieder irgendwo am Hinterteil. Hey, ich bin ein Raubleiter Flummi. Und Darko, du so immer noch am Rennen? Ja, ich habe mein Ziel erreicht. Ich bin am Gleiten. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Oh Gott. So, apropos Kinder. Boah, meine Tochter hat mir eine Sprachnachricht geschickt, das Handy von meinem Großen. Ich habe ja ein Foto, also ich habe meinem Großen ein Foto geschickt von ihrem Popcornbau. Ja. Hat sie so geschrieben, Papa, ist mein Popcornbaum schon erwächst? Das hat sich so putzig angehört. Oh. Hast du jetzt nur erwächst gesagt? Oder nee, sie hat das so gesagt. Warte. Man hört ja nur Stimme. Papa, ist mein Popcornbaum schon erwächst? Ja. Ey, das ist so putzig, aber man kriegt halt mit, dass sie Sprachdefizite hat. Aber ist bei mir ja nicht anders. Ich bin der deutschen Sprache auch nicht wirklich mächtig. Oder Englisch gleich zu reden. Aber die deutsche Sprache kennst du, oder? Die Kleine kann dafür Seht euch die Ware richtig gut Englisch. Tatsächlich. Hat mich sehr gefreut. Dadurch, dass sie sich ja englische Videos auf YouTube angucken, kann ich Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxie. Überzeugt euch selbst. Naja. Ja gut. Hat mich sehr gefreut. Na gut, bei mir hätte man in der Kindheit vielleicht auch mal früher mit Englisch anfangen sollen. Obwohl ich seit der ersten Klasse gelernt habe. Aber ich mag das immer noch nicht. Ja. Keiner spricht perfekt, klar. Bloß bei mir ist es halt so, ich verhaspel mich sehr oft. Und es hapert bei mir nicht nur an der Sprache. Es ist manchmal auch die Rechtschreibung. Aber ich stehe dazu. Ich war halt nicht der Beste. Du kommst über die Runden. Genau, und ich war halt, ich war zwar auch nie der Beste in der Schule, aber meine Mutter hat damals schon gesagt, ich bin halt eher der praktische Typ als der theoretische. Ja. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Nee, ist ja auch nicht schlimm. Ich sag mal so, auf jeder Arbeitsstelle kommt es nicht drauf an, was du für eine Leistung in der Schule hast, sondern was du für eine Leistung auf Arbeit bringst. Und ich habe meine Ausbildung top abgeschlossen, also ich habe meinen Facharbeiter und trotzdem findet man nichts. Das ist halt das Seltsame. Das ist halt auch nicht auf der generell Ausbildung gemacht. Das wird aber jetzt was von Robotern und Na, ich habe Lagerist gelernt. Das hieß früher Handelsverpacker. Jetzt. Wow, ich bin tot. Ich hab gar nicht drauf Scheiße. Ich hab nicht auf mein Leben geachtet beim Quatschen. Ich war auch ganz alleine, lol. Scheiße, der Bride war noch weg. Ich hab halt. Das hieß früher Handelsfachpacker. Ja. Und jetzt heißt es Lagerist. Da ist eben noch ein bisschen was dazugekommen. Sachen Ausbildung. Und ich habe aber keinen Bock, das alles jetzt nachzuholen. Weil ich habe meine 2 Jahre Ausbildung hinter mir, das reicht. Ich weiß halt nicht, ob andere Arbeitgeber das voraussetzen. Staplerschein und sowas. Aber ich müsste hier in der Stadt zum Beispiel, kann ich den Staplerschein machen. Ich müsste in die nächstgrößere, das ist dann Dresden. Und ich habe keinen Bock, frühs um 45 Minuten Zug zu fahren, bin ich auch ganz ehrlich. Nee, für so einen lausigen Lappen. So, dann habe ich in der Zwischenzeit halt auch als Hausmeister gearbeitet und so weiter. So stehe ich auch im Jobcenter drin. Und mein ehemaliger Chef, der meldet sich halt ab und zu, wenn jetzt wirklich so ein krasser Winter hervorsteht, dass ich Winterdienst mitmache und da meine paar Kröten nebenbei verdiene. Da das halt nicht so viel ist, berechnet das Amt das auch nicht an und ich zahle davon trotzdem jedes Jahr die 3 Monate, die ich da angestellt bin für den Winterdienst, Rente mit. Das sind von 100 Euro knapp 20 Euro, die in die Rentenkasse fließen. Bei mir. Ja. Und warum nicht? Also, dann zahle ich, das muss man überlegen, das macht kein Hartz-IV-Empfänger. Die sagen dann lieber, oh ne, ich nehme lieber die 100 Euro, die dafür muss ich mir nicht anrechnen, und dann kann ich mir davon, keine Ahnung, was holen. Mhm. Also kann man bei mir sagen, trotz Hartz IV, ich zahle in die Rentenkasse ein, wenn ich so eine den Winterdienst jetzt so mache, oder wenn die halt auch mal wirklich Not am Mann haben, weil jetzt eine Wohnung renoviert werden muss oder renoviert werden, da stehe ich ein bisschen, die ruft mich an, ich stehe da. Und ja, weil die sind momentan auch bloß zu dritt in der Firma und die haben ein riesen Quartier, was sie machen müssen. Ja. So, hier muss ich noch ein paar Druiden platt machen, hier auch. Und da geht die Geschichte weiter, aber die Druiden sind Bonus. Die mache ich als erstes. mein Sohn, also der Älteste, der wird jetzt nächstes Jahr 13. Da der so richtig krass mit Holz umgehen kann, wollte ich eigentlich schon dieses Jahr machen, aber da hat sich mein Ex quergestellt. Wird er das auf jeden Fall nächstes Jahr machen. Da wird er in den Sommerferien, in der Zeit, wo er bei mir ist, einen Ferienjob annehmen bei einer Schreinerei. Ich habe hier eine gefunden in der Stadt und da soll er sich da ein bisschen Taschengeld verdienen. Da kann er sich dann von mir aus seinen Season Pass in Fortnite kaufen oder seine 20 Energies am Tag, die er gerne trinken möchte. Der ganz große jetzt, oder? Ja, ja. So. Boah, der große ausgefallene Weihnachtsmann. Er kriegt ja seine AirPods von mir. Und dann hätte er gerne von Nike oder Adidas noch Schuhe. Ich habe so nachgeguckt, Preis nicht gesehen, heiliger Bimber. Dann hat er mir noch eine Marke gesagt, habe ich danach geguckt, da kosten die Schuhe Minimum 200 €. Wo ich gesagt habe, nee, die Schuhe kosten ja so viel wie die Weihnachtsgeschenke für euch alle drei zusammen knapp. Weil aktuell sind es die zwei Kleinen bei 160, ne? Der große kriegt auch für 80. Kriegt halt seine AirPods, so, dann hat er noch die, seine 50 €. Da habe ich gesagt, such dir was aus, was du willst, Pullover oder T-Shirt, aber Schuhe werde ich dir definitiv keine holen. Das kann deine Mutter machen. Da hat er irgend so eine Marke genannt, irgendwas mit Ellison oder so, ganz komisch. Habe ich geguckt, so, ja, 40 € ein Pulli. Für Kinder. Für Erwachsene brauchen wir gar nicht erst anfangen. Dachte ich mir so, guckst du mal bei Wish. No? Für 8 € ein Pulli. Wo ich mir so denke, da kaufst du 2-3 Pullis, noch 2-3 T-Shirts und da ist er zufrieden. Und es ist 1 zu 1 die gleiche Firma. Beziehungsweise, es wird zwar ein Plagiat sein, aber solange der Markenname draufsteht, reicht mir das vollkommen aus. Man kriegt da seine Klamotten, seine AirPods oder jetzt kommt so langsam zu Schwarz. Da bin ich gerade. Und du bist gestorben. Von lauter gequatscht. Das war voll. Jetzt ist mein Ui wieder da. Ich hatte den ja weggeschickt. Alle suchen. Ja, in dieser Berufsfähigkeit. Und das ist schon krass, wenn der weg ist. Dann. Ja. So, ich muss noch 4 umhauen. Da sind genau 4, da sind 3. Wir klatschen die um. Och nee. Das ist ja schon wieder Wehe. Nächste Fest. Eins, zwei, ich habe 4 Nebenquests und die Hauptquest noch. Also, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nebenquests und die Hauptquest. Da lang muss ich. Hä? Warte mal. Hä? Ach, da ist das Tor. Oh, Ike. Mach die Augen auf, du hast schon eine Brille. Was ich gerade mache. Okay, danke. Was hast du gesagt, Alter? Ich brauche so eine Klinikkarte. Ich habe keine Ahnung, wo ich die finde. Hab ich nicht die Quest. Ich glaube, die hatte ich sogar schon. Streitkräfte der... Nee, wie heißt die? Doch, Streitkräfte der schwarzen Sonne vernichten? Nein. Missionslook. Ah, schade, sieht man nicht, welche man schon gemacht hat. Zerstöre die illegalen Operationsdruiden. 1 von 4. Was? Das war noch nicht alles? Willst du mich von Kackeimern? Oh ne, hier geht's noch hoch. Oh ne. Oh, na dann. Na dann. Wenigstens spawnt hier nichts nach. Rollenauswahl, Schaden. Heilkit ist parat. Na dann. Oh, wenn der auf Schaden ist, geht das ruckzuck hier. Cool. Eine noch. Ach, das sind die Chirurgen-Druiden. Ah, okay. Oh, greif doch den wieder an. Besiege das medizinische Personal. Ah. Ich mag den Druiden. Hier muss ich hin. Danke. Die Schließung dieser Klinik ist ein großer Gewinn für die Sicherheit der Republik und für die Bewohner Coruscants. Nein, nein, abbrechen. Scheiße. Dein Druide ist fast tot. Meiner? Oder deiner? Schade, ich kann ihn nicht erlösen. Nö, mein Druide. Heilen. Dann heil ich mal. Die Liga hat Operationsdruiden 2 von 4. Doch, da bin ich auch gerade drin gewesen. Hä? Bei mir waren hier nur 2. Wo ist der Rest? Wenn du unten, da wo du reingekommen bist, rechts hoch gehst, da sind 2 Stück drin. Unten in der Mitte ist einer und links oben müssen 2 sein. Ich warte mal hier draußen auf dich. Ich weiß gar nicht, wie der heißt nochmal. Es ist nur in diesem Areal. Das dauert aber, glaube ich. Die heißen aber nicht Operationsdruiden. 2 heißen Chirurgen, chirurgische Druiden oder so. Das sind einfach nur welche auf 2 Beinen und dann waren da noch so eine, ja, großen Dinger. Ja genau, die habe ich alle gekillt, aber die werden mir nicht anerkannt. Dann rennen wir überall rum, irgendwo sind definitiv noch welche. Hier. Oh Gott. Mein Arsch tut weh. Ah ja, unnötige Information. Ich bin schon ganz lange am Sitzen. Ich seh dich da draußen warten, nimm deinen scheiß protzigen Speeder. Den hab ich zweimal. Inwiefern gleich zweimal? War das hier? Ich habe einmal die Version Sheriff und einmal die Version Viscount. Ja klar, aber du kannst ja nicht mit beiden gleichzeitig fahren, oder? Nee. Versuchst du hier ernsthaft durchzukommen? Ich komme da nicht mehr rein. Küss meinen Arsch. Vor allem das Ding hat 2 Sitze und man kann keinen mitnehmen. Naja, ich fahre weiter. Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Da hoch. Nein! Nö, nicht mit mir. So. haben die mich aus dem Kleider geschossen, die Schweinebacken. Rivalenlichtschwert des Oberhaupts habe ich bekommen. Erfordert Stufe 90, ich bin Stufe 20. Wird beim Ausrüsten gebunden. Ist ein Ticken schlechter als meins. Aber wenn ich das aufrüste, müsste es definitiv über 100 Damage machen. Apropos, weil ich das gerade sehe. Haltbarkeit 85, 90, 90, passt alles. Schwert 83, gut. Da lang. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge an. Kann ich denn erfordert L1 oder höher haben? Du bist, hast wahrscheinlich zu viele dunkle Punkte. Kannst das damit nicht tragen. Nee, mir fehlen noch welche, damit ich die nächste habe. Ich bin noch Ausrichtung neutral. Also ich habe nur 350 dunkle Punkte. 2600 hell. Ich werde das mal aufheben, vielleicht ist das ja besser als meins. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Wo ist denn der da? Die Taxiplattformen sind geöffnet. Da sind zwei. Galactic City und Meister der Blablabla. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Da unten war ich noch überhaupt nicht. Oh, Gott, ich habe fast meine 6 Stunden schon gesehen. Oh, ich werde unten ausmachen. Ich bin am Überlegen, streame ich morgen früh oder nicht? Ich muss jetzt mal raustappen. Das heißt, ganz kurz kein Ton. Ich habe noch von Tenanz 3 Teile. Morgen gibt es 1. Ne, ich muss morgen nicht streamen. Da kann ich das runterladen und schneiden. Es wird wieder ein Spaß werden. Morgen ist Donnerstag. Das ist für mich Freitag, erst wieder Tenanz auf. Morgen ist ja wieder Theopolis dran. Ja, muss ich dir morgen dann noch schreiben, ob ich überhaupt Zeit finde. Und wenn nicht, dann spiele ich alleine. Warum klingt das abwertend? Weil ich dann alleine spiele. Dann mache ich die Singularity morgen fertig. Mach CC13 komplett fertig. Und CC14 und wenn du kommst, ist alles erledigt. Ah. Das war jetzt ein Diss gegen dich. Ich sag mal so, leider wirst du es nicht hinkriegen, weil du so viele Maschinenframes einfach nicht hergestellt kriegst in der Zeit. Aber sonst... Leider. Es tut mir leid. Use the care. die hier aber nicht wirklich. Stufe 15, okay, doch ein bisschen stark. Ist aufgedeckt? Ne. Aber jetzt. Boah, da gibt's immer noch was zum Aufdecken. Da lang. Boah, leg mich doch, wie groß ist denn das? Das decke ich heute nicht auf. Ich gehe der Lust dazu. So, ich werde mein Stream jetzt aber beenden, denn 6 Stunden sind mehr als genug für mich. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die bis jetzt noch mit zugeschaut haben. Ich hoffe, wir sehen uns morgen zum Stream, da ist Minecraft dran, oder am Freitag dann, bis nachmittags wieder Star Wars dran und früh ist 2 Stunden Sentinanz. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Mittwochabend und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder.